Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück bei Iratus. Ich denke, wir bauen den Friedhof noch mal ein bisschen aus. Wir haben ja ein paar Totengräberseelen. Wir brauchen eine Braut des Iratus. Erschaffen wir die mal ganz kurz. Denn ich würde ganz gerne das hier mal anfangen auszubauen. Dass wir halt Mana wiederherstellen. Ich denke, das ist wichtig, so dass wir das... Oh, tut mir leid, ich bin ins Mikro gekommen. Halt die Schnauze. So, dass wir zumindest immer mal wieder auch unsere Spells einsetzen können, weil das ist momentan vielleicht ein bisschen ein Problem. So, wir gehen in das Quest rein. Baue eine Brücke zum Knochenvorrat. Teleportiere deine Schergen mittels riskanter Magie. Gefährde deine Kerne, du verlierst Knochen. Okay, wir können... Verlierst Mana. Ja, die Knochen sind nicht so wichtig. Wir haben nichts gekriegt. Wir haben anscheinend nichts gekriegt. Okay, gut, dann weiter geht es. Okay, das ist eine fiese Falle. Haben wir irgendjemanden, der Rüstung hat? Der hat eins davon... Nö, das sieht eigentlich soweit ganz gut aus. Wen greifen wir an? Es ist kein Elite-Gegner mit dabei. Ich denke mal, wir machen den Bergmann zuerst weg. Weil er halt einfach verhältnismäßig viel Schaden anrichtet. Ah, nice. Guter Crit. Nicht gut. Lass die Braut in Ruhe. Muss ein bisschen aufpassen, wegen die Braut ist angeschlagen. Ist ein bisschen. Die Braut ist ein bisschen angeschlagen. Wir könnten den hier wahrscheinlich one-shotten. Jawohl. Asche zu Asche, Staub zu Staub. Ja. Sie geht immer auf den hier hinten. Was machst du da? Okay, wir müssen den hier töten. Und zwar so schnell es geht. So schnell es geht müssen wir den töten. Was? Runde übersprungen? Warum das denn? Ja, mach das mal, das passt. Sie blockt und er kriegt den Schaden ab. Das ist okay. Dann greifst du den hier an. Direkt viermal. Und die Braut müsste ihn eigentlich wegmachen können. Autsch. Oder auch nicht, weil sie kam zu spät dran. Machen wir die Rose. 40er Crit. Sehr gut. Wir machen erstmal sie platt. Also sie ist gefährlicher, glaube ich. So, das ist jetzt ein bisschen eine heiklere Truppe. Heiklere Gegner. Greif den mal an. Ja, machst du. Wow, 5-mal Schaden. Da waren ein paar Buffs drauf. Habe ich so gar nicht realisiert. 21 da nochmal. So, jetzt kannst du sie wegmachen. Dankeschön. Ja, das hat uns einiges an HP gekostet. Anscheinend werden die Kämpfe jetzt vielleicht ein bisschen schwieriger. Man weiß es nicht so genau. Auf jeden Fall kommst du da wieder rein. Der Zombie da. Machen wir das. Nope. Du da. Zombie hochleveln. Passt soweit. Eventuell sollten wir auch überlegen, dass wir vielleicht... Ich nehme den Geist erstmal wieder raus. Wir leveln dich und wir leveln dich ein bisschen hoch. So, du hast noch einen Skill, den wir vergeben können. Du bist Front Row... Das hier war, glaube ich, nicht schlecht. Dass wir mehr Mana erhalten. Beweise, dass
du meiner Zeit würdig warst. So, ich denke, als nächstes schicken wir aber erstmal die hintere Truppe ins Gefecht. So, was hast du noch für gute Spells? Nicht wirklich viel. Befreit das Ziel von sämtlichen Buffs. Das aber hinten. Das können wir nicht machen. Flucht das Ziel für 2 Runden. Okay, mit mehr Schaden. Was ist das hier? Bewirkt beim Ziel und 2 dahinter stehenden Feinden. Einem dahinter stehen, ne? Wir machen lieber das, das passt schon so. Okay, gut. Dann würde ich sagen, gehen wir auf die Karte. Welches ist der bessere Weg? Welches ist der bessere Weg? Was haben wir hier? Kultisten. Mehr Lakaien brauchen wir nicht unbedingt. Ich denke, wir gehen lieber in diese Richtung. So, was haben wir? Erratus hat plus 16 Zauberkraft, 14 Zauberkraft, erhöht die Chance auf ungewöhnliche oder bessere Komponenten. Nehmen wir das mal. Was sie alles einfach rumliegen lassen. Ja, ist unglaublich, was sie rumliegen lassen. Was ist besser? Ja, ich denke, das ist fast ein bisschen besser. Artefakt Zerlegung. Was passiert, wenn wir die zerlegen? Ich weiß nicht genau was. Irgendwas ist hier passiert. Ich weiß aber nicht genau was. Egal. Weiter geht es. So, Truppe 1. Auf ins Gefecht. Na, wurde sie gerade geheilt. Okay, so, jetzt haben wir zumindest ein bisschen Mana, das wir verwenden können. Wie machen wir das am besten? Ihren Magier zuerst? Ich denke mal schon. Der Zombie muss tanken. Au. Das war fies. Oh, du hast den angegriffen. Das war jetzt nicht unbedingt den ich wollte, aber ist okay. So, magischer Schutz ist schon mal weg. Zombie. Ich denke mal, machen wir den einfach mal platt. So, Zombie, du da. Verfehlt. Shit. Dammit, Zombie. Du Noob. Absorption widerstanden. Ja, Zombie kriegt hier eins auf die Fresse. Das ist nicht so toll. Schon wieder verfehlt. Was ist denn mit ihm los? Noch kein Debuff drauf. So, Crescendo. Zombie. Schieß den tot. 34. Warum? Ach, der hat magischen Widerstand, oder? Habe ich das gerade richtig gesehen? Ja, er hat magischen Widerstand. Deswegen hält der Idiot so viel aus. Okay, wir müssen hier ein bisschen aufpassen gerade. Das habe ich nicht gesehen, dass der magischen Widerstand hat. Aber wir müssen ihn jetzt fast... Wir müssen das zu Ende bringen. Wir haben es angefangen. Dann würde ich fast sagen... Füge dem gewählten Ziel und 2 dahinter stehenden Feinden. Wie viel hast du noch? 20. Hm. 20 bis 23, naja, das reicht einfach nicht. Machen wir das so. So, dann ist der schon mal down. Wir müssen jetzt leider gleich wieder umschieben, aber das ist nicht so schlimm. So, jetzt sind alle angeschlagen. So, Geist hat geblockt. Wir machen mal als nächstes down. Sie hier. Auch ein bisschen auf die Fee aufpassen. Die
Vier kriege ich momentan auch gerade. Und der geht immer auf irgendeinen unterschiedlichen. Das gibt's noch nicht. Shit. Ja, mach das erstmal. Buff dich, das ist okay. Warum krieg ich... Okay, wir müssen hier... Wir haben hier ein kleines Problemchen. Ich kann sie nicht nach hinten verschieben. Das ist so gerade das Problem. Von wieder verfehlt, ey. Das gibt's da nicht. Magischer Angriff. Ziele überspringen die nächste Runde. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. So, dann sind die mal eingefroren. Ich würde ganz gerne irgendwie wieder hier was machen. Aber wir haben keinen Mana, deswegen kann ich nichts machen. Verfehlt, ey. Was ist denn los? Okay, Zombie. Geh in die Kampfhaltung. So, da haben wir uns ein bisschen geheilt. Fantastisch. Wir kommen hier nicht, wir kommen einfach nicht vorwärts gerade. Der Zombie kann keinen Schaden machen. Und er macht, er greift immer auf den, so, ja, immerhin, jetzt ist sie schon mal weg. Okay, das war nicht schlecht, Zombie. Das hast du gut gemacht. Kannst du nächste Runde nochmal machen. Wir kriegen irgendwie während der Runde... Okay, du hast dich gerade geheilt und den Typen getötet. Wenn du meinst. Dann machen wir die... Ah, oh, schon wieder verfehlt. Ey, was ist denn... Was ist denn los? 95... Ah, die ausweichen? Ja, 16%. Okay. Das erklärt einiges. Das sind ein bisschen... ätzende Gegner. Ja, Zombie, du musst... Muss das normal machen. Oder sie hat den Zombie gewone-shottet. Die Sau. Wir haben einen Zombie verloren. Ich meine, das ist nicht das Ende der Welt, weil ich glaube, der war nicht so ein hohes Level. Schon wieder verfehlt, ey. Wow, was 40 bis 46. Warum hat die so ein Damage? Also die Gegner sind auf jeden Fall gefährlich. So, wir haben leider einen Zombie verloren. Was ein bisschen ungünstig ist. Aber wir können uns einen neuen Zombie erschaffen. So, wir haben ja noch ein paar Gehirne. So, Zombie, du kriegst hier ein Stufe 4 Gehirn. Bitteschön. Und dann war das... Ignoriert Widerstand, ignoriert magischen Schutz. Widerstand. So, dann Zombie, du brauchst definitiv Rüstung. Das passt. Dann müssen wir natürlich jetzt wieder die Leute heilen. Du kannst hier wieder rein. Dann machen wir das so, heilen den, die Todesfee, sollte auch geheilt werden, der Rest passt soweit. Okay, das war jetzt ein bisschen ein kniffliger Kampf. Wir müssen, Omikron, wir müssen gucken, dass wir hier die Atamans, das sind die, die sind echt gefährlich. Warum hat die so, warum hatte die plötzlich so viel Damage? Da habe ich irgendwie nicht aufgepasst. Bewirkt 100%igen Schaden, physischen Schaden irgendwo. Magischer Angriff geht auch auf irgendjemanden, versetzt das Ziel einer Runde in Schlaf. Übel, aber es ist nur 40% Schaden. Tötet einen Verbündeten, das hat sie auch gemacht. War, woher hatte die plötzlich so viel Damage? Ich weiß es nicht. Habe ich nicht aufgepasst, tut mir leid. Truhe mit Artefakten.
So, was haben wir? Immer wenn Iratus einen Zauber verwendet, bewegt er beim zufälligen Ziel 15 physischen Schaden. Und dann wird Zauber momentan nicht so viel, weil wir kein Mana haben. Immer wenn ein Feind, wenn sich ein Feind bewegt, erleidet dieser 8 physischen Schaden und 8 Stressschaden. Alle Feinde verlieren zugewächst bin mit minus 1 magischen Schutz. Das finde ich ganz gut. Ja, das kann ich wirklich gebrauchen. So, wir haben 50 übrig. Das heißt, wir brauchen einen Verblichenen. Also mal erstmal Artefakte. So, das kann dahin. Das Wichtige. Dann brauchen wir einen Verblichenen. Er schafft das mal. Dann werden wir das hier upgraden. Zack. Vielen Dank. Mehr Mana. Kann man immer brauchen. So, dann die Gruppe. Kampf. Wobei hier wäre wahrscheinlich... es spielt nicht so eine Rolle. Ich denke, das passt schon so. Hat irgendjemand mehr Damage erhalten? Elitewache. Der Unterschied ist nicht so hoch. Von Elite zu Nicht-Elite. Aber gut. Heißt, Mana sollten wir vielleicht ein bisschen sparen, wenn wir es nicht unbedingt brauchen. So. Ja, die Zertrümmerer, die waren, glaube ich, die, die in die Luft gingen. Das heißt, wir kümmern uns erstmal um die ein bisschen. Haben auch ätzenden AOE, wenn wir ehrlich sind. Ja, der hintere hat halt relativ viel Widerstand bzw. Rüstung. Crescendo auf alle. Und jetzt dürfte er auch eigentlich keine mehr Schaden machen. So weit, so gut. Und ich werde jetzt, ja, ich werde jetzt auf Zauber verzichten, weil wenn ich nicht die Leute hin und her bewegen kann, ist es ein bisschen ein Problem. So, der erste ist down. Ich denke mal, greifen wir ihn als nächstes an. Weil er halt auch keine Rüstung hat. Abwehrhaltung, interessiert kein Schwein. Crescendo, zack. Der geht auch in die Abwehrhaltung. Wir können die Rose machen. So, ich möchte einfach nicht, dass er in die Luft geht. Das ist eigentlich alles. 35er Crit, nice. So, ja, die machen fast keinen Schaden jetzt. Wie erwartet. Genau, jetzt kommt hier die zwischende Lunge. Das ist genau das. Dann geht er in die Luft und macht saumäßig viel Schaden. Und das wollen wir nicht, deswegen töten wir den einfach. Fantastisch. So, du kannst da weiter angreifen. Ah, ist immer noch nicht down. Okay, dann mach du den weg. Die haben halt ein bisschen viel Rüstung, aber ich denke, das ist okay. Ziel verliert ausweichen, das hat er gar nicht. Ich will beim Ziel Verstand. Ja, wir können hier Mana wiederherstellen. Das ist vielleicht auch nicht so schlecht. Vielleicht sollten wir das skillen. Vielleicht sollten wir da was skillen. Problem ist so ein bisschen, sie wird dadurch nach hinten verschoben. Was eigentlich auch doof ist, weil wir brauchen dann wieder Mana, um sie nach vorne zu bringen. Im Endeffekt bringt das nicht so viel. Oh, nur 2 Schaden. Das ist wenig. Das war ein guter Crit. Sehr schön. Gehirnstufe 7. Fantastisch. So, erstmal gucken wir hier nochmal nach. Weiter heilen können wir da nicht. Dann würde ich sagen, tauschen wir dich aus. Und wir tauschen dich aus. Und dann haben wir ein Gehirnstufe 7. Weiß ich jetzt gar nicht, was wir damit machen, wem wir das geben sollen. Was haben wir hier? Wir haben
einen von diesen Steinelementaren. Was können die nochmal? Was hatten die nochmal? Die hatten relativ viele physische Rüstung. Das heißt, wir bringen das zweite Team hier ins Spiel. Und die Todesfee kann hier rüber. Das passt. Und dann sind wir eigentlich soweit gut ausgerüstet, würde ich sagen, oder? Der Verblichen ist halt ein bisschen angeschlagen. Vielleicht sollten wir den austauschen. Bringen wir die Braut stattdessen. Und dann kriegt... Ich würde sagen, dann geben wir dem Zombie doch einfach das Gehirn. Jo. Der Zombie kriegt dann noch physischen Angriff. Und zwar bewirkt bei allen Feinden. Ignoriert Rüstung. Das ist mir fast lieber. So, und dann können... Der Zombie braucht auf jeden Fall... Wir sollten hier Level-Ups verteilen. Ich glaube, das wird ein kniffliger Kampf werden. So, was brauchen wir denn? 10 Rüstung, das reicht da eigentlich. Ich hätte da gerne noch ein bisschen mehr Schaden. Dann machen wir da nochmal einen Ticken. So, die Braut braucht 10. Ich denke, wir geben ihr einen magischen Schutz. Oder ist es auch schon beim Maximum? Und dann noch einen physischen, sobald wir wieder die Punkte dazu haben. Du kriegst Ausweichen. So viel du kriegst. Weil dadurch heilst du dich. Du hast einen Schuh. Genau. Der Geist kriegt Schaden. Dann passt das. So. Erste Truppe. Nächstes Gefecht. Also man sieht so ein bisschen jetzt in der zweiten Hälfte von dem Level... Wird es ein bisschen kniffliger. Wir haben einen Elite-Streiter. Den können wir relativ schnell wegkriegen. Der ist nicht so ein Problem. Schwarz hier war, glaube ich, ein bisschen ätzend. Weiß ich aber nicht mehr so genau. Und der hat halt die Rüstung. Ich denke, wir machen erstmal den Streit. Der macht halt Schaden, der Golem. Na komm, dann gehen wir auf den Golem. Hat zwar eine relativ niedrige Trefferchance, aber wenn er trifft, könnte es ein bisschen, könnte es ungemütlich werden. Ich sag's mal so. So, dann machen wir das da. Du gehst auf den da hinten. Weil du beim Vorderen keinen Schaden machst. Sehr gut, wurde geheilt. Er hat das Mal. Wenn diese Einheit stirbt, stellen der Schwarze und seine Verbündeten 50 Vitalität wieder her. Okay. Und Verstand. Wobei der Verstand ist mir gerade egal. Wir machen den hier platt. Das ist erstmal der wichtigste. Verfehlt. Fantastisch. Aber da kannst du halt einfach... Irgendwann wird er treffen und dann macht er sau viel Schaden. Das ist ein bisschen das Problem. Du greifst den an. Oder auch nicht. Crescendo. Du machst keinen Schaden. Hat auch wieder das Mal. Nun gut, das ist, können wir jetzt nicht ändern. Das heißt, der wird wieder geheilt. Am besten töten wir den einfach direkt. Wobei, nee, das Mal ist weg. Wir können auch auf den hier gehen eigentlich. Weil er ist schon ein bisschen eine Nervensäge, ne? Der Schwarze hier. Aber wir haben hier eine gute Einheitenkomposition, glaube ich, dafür. Kriegen das ganz gut hin. Das Ende naht. Bewegt zu Beginn der nächsten Runde bei allen anderen Einheiten 100% magischen Schaden. Ja, das wollen wir verhindern. Deswegen würde ich sagen Crescendo. Machen wir den Schutz weg. Dann, das hier. Und Zombie, du könntest den jetzt eigentlich vernichten. Also gibt es kein Ende. Das naht.
Und die restlichen beiden sollten jetzt nicht mehr so das Problem sein, denke ich. Tschüss, einer weniger, nur noch der. Machen wir dem noch Crescendo und dann macht er auch keinen Schaden mehr. Oder zumindest fast keinen. Perfekt. Nochmal Crescendo. Dürfte eigentlich jetzt nichts mehr zustande kriegen. Passt. Sehr gut. Das hat doch einigermaßen gut geklappt, würde ich sagen, oder? Stufe 5 Gehirn. Ich denke mal, haben wir irgendjemanden, der an Stufe 5... Ich denke, das bewahren wir auch für den Fall, dass wir irgendjemanden... das verlieren und einen neuen brauchen halt. Ich denke, das macht durchaus Sinn. Nee. Warte mal. Du brauchst Heilung. Dann würde ich uns kurz gucken. Da rechts, da links. Dann machen wir das mal so. Wir leveln euch gleich. Dass es konsistent ist. Soweit okay. Was kommt als nächstes? Spielt ja nicht so eine Rolle, wer da reingeht. 26. Das heißt, wir können unseren Friedhof wieder upgraden. Den haben wir nicht. Was ist hier? Bestätigt 45%, dass jeder Lakai, der an der Ausgabe beteiligt ist, eine zufällige Komponente findet. Ich glaube nicht, dass wir unbedingt Komponenten brauchen. Was war das hier? Zufälliges Artefakt zu entdecken. 15 Zorn. XP für Irados. Das wäre vielleicht nicht schlecht. Machen wir das. Dafür brauchen wir einen Ritter. So. Ritter rein. Dankeschön. Dann brauchen wir als nächstes einen Verblichenen. Okay. Sehr gut. Was haben wir als nächstes? Das sieht so aus, als... Das wird wieder eine üble Sache werden. Ich glaube, hier ist die physische Truppe besser. Ich denke aber, warte mal, Friedhof, wir nehmen dich hier rein. Was ist hier oben eigentlich alles los? Packen wir dich mal da rein. Braucht es Hieratus? Ne, das war falsch. Du kommst hier hin. Die Fünfer packen wir auf. Die Seite, Leichenhalle, das ist die Heilungshalle, oder? Ja, du kannst geheilt werden. Bildfee. Das passt soweit. Die Mumie können wir noch kurz leveln. Und zwar... Ziele hält minus 20 Glück. Glück war... kritischer Treffer. Und das hier verstehe ich nicht genau, was der Unterschied ist. Bis zum Gefechtsende. Ach so, ne, dann machen wir das hier. Dann machen wir natürlich das. Okay, du hast noch einen Fähigkeitspunkt. Entfernt alle Debuffs von Verbünden. Für jeden entfernten Debuff erhält die Mumie 8 Vitalität. 10 Vitalität. Feind alle Feinde von sämtlichen Buffs. Machen wir das hier. So, die Mumie ist gut, um Buffs zu entfernen. Das passt. Dann machen wir noch einen Kampf, denke ich. Machen wir die hier noch. Ja, go. Müsste passen. So. Ach, sie hat eine Rüstung. Das ist, ich glaube, das ist die gefährlichste. Das ist die gefährlichste. Das heißt, wir werden sie versuchen, erstmal wegzumachen. Ah, verfehlt. Wo? Okay, Exekution. Naja, gut. Der ist direkt gestorben. Alles klar. So, Braut des Irathus. Geh auf den da mal. Das ist der, der in die Luft geht.
Zombie. Eigentlich wäre es besser, auf irgendeine der anderen zu gehen. Weil dann machen wir einfach mehr Schaden. So, Crescendo. Ich will kurz mal gucken, wie viel Schaden die macht. So, er hat das mal. 17 bis 21. Ja, die macht halt einfach sahmäßig viel Schaden. Das ist so ein bisschen das Problem an ihr. Dann heilen wir halt einfach alle, wenn wir den jetzt töten. Gehen wir auf sie. Ist mir glaube ich, fast ein bisschen lieber. Go. Wurde gelähmt. Dann machen wir das so. Fantastisch. Und dann haben wir es eigentlich, oder? Ich meine, wenn der jetzt gleichzeitig stirbt, ist das eigentlich, sollte das kein Problem sein, oder? Fantastisch. Erst im Tod wirst du von Wert sein. Er hat sich selber ein bisschen geheilt. Der Noob. Was hatten wir noch? Verstanden, Mana wiederherstellen. Alle keine Inklusive. Ja, komm, machen wir das einfach mal. Ah, ne, ach. Ne, sie wurde nicht verschoben. Ich dachte schon, sie wird verschoben. Du kannst das da machen. 21. 38. Der hält halt auch sau viel aus, ne? Muss man einfach mal so sagen. Aber dafür... Wow, 6. Das war gut, Skelett. Ich bin beeindruckt. Ich bin beeindruckt. So. Wurde noch mal ordentlich geheilt. Ihn können wir da wieder reinnehmen. Packen wir dich da so. Geist kann dahin. Rest ist okay. Dann bringen wir dich da rein. Und leveln dich mit dazu. Ansonsten braucht keine Heilung. Okay, dann würde ich sagen, machen wir noch einen. Ups. Ah ne, Moment mal, aber das ist gar nicht so schlecht. Wir bauen einen Verblichenen. Her damit. Und dann können wir das hier nochmal upgraden. Vielen Dank. Dann würde ich sagen, verteilen wir noch ein bisschen Talente. Haben wir irgendwie ein Talent, passive Talente, wo du Mana regenerierst? Ja, das ist eher auf Zorn. Alle keinen hatten plus 3 Furcht. Alle keinen hatten für 2 Auktionen Initiative. Ihre Rate stellt nach jedem Gefecht. Ja, das ist auf jeden Fall wichtig. Dann, was haben wir noch? Das brauchen wir, das hätten wir ganz am Anfang gebraucht. Erhöht die Chance, gewöhnliche Komponenten zu finden. Kein Stellen nach einer Destillation weitere Vitalität wieder her. Mehr Mana wieder her, Kalzinierung, ja. Ich meine, das können wir machen, oder? Wir können Kalzinierung, wir können einmal ganz kurz Alchemie. Ein bisschen was an Mana, Kalzinierung. Füllen. Nicht alles dasselbe. Oder? Wir können hier doch auswählen, was wir da reinpacken wollen. Von was haben wir denn viel? Packen wir ein Fleisch mit rein und so ein Ektoplasma. Kalzinierung. Dann kriegen wir ein bisschen was an Mana. So, und die Braut des Iratus ist auf Stufe 9. Und kann was machen? Ich wüsste nicht, warum wir das hier machen sollten. Das hier könnte nicht schlecht sein. 14, 14. Iratus kriegt Zauberkraft. Ne, komm, wir machen das. Das passt. Level-Ups. Hast du noch nicht genug? Wie sieht es bei dir aus? Du hast 8. Denk mal, das schadet nicht, wenn wir sowas skillen. Dann der Ritter. Der Ritter braucht einfach mehr von dem Zeug.
Mehr Rüstung ist auch mehr Schaden für den Ritter. Ja, dann da eins mehr, da eins mehr. Und vielleicht noch ein bisschen ausweichen. Das passt. So, wen schicken wir in den Kampf? Wir haben einen Sarkophag voller Gegenstände. Go. Die Angriffe des Lakaien stellen 15% des bewirkten Schadens des Mana wieder her. Das ist super. Stellt 15% des bewirkten Schadens des Vitalität wieder her. Das ist auch super. Der Lakai kann nicht bewegt werden. Sind beide super. Mana. Dunkle Tribut. Du bist voll. Dang it. Was ist noch ein guter Damage-Dealer? Müssen wir mal gucken. Brauchen wir momentan jetzt gerade nicht. So, was haben wir denn? Wir haben ein... Ich denke, das ist eher etwas für die magische Truppe. So, auf den ersten Blick gesehen. Die ist allerdings ein bisschen unterlevelt. Die ist ein bisschen unterlevelt. Wir müssen das ein bisschen umstellen. Wir brauchen auf jeden Fall die Todesfee. Das ist wichtig. Der Rest passt soweit, würde ich sagen. Okay, dann Trupp 1. Elitekampf. So, ich bin gespannt, ob wir das hinkriegen. Ordentlich. So, wir wollen diesen Steingolem niedermetzeln, so schnell es geht. Lähmt das Ziel für eine Runde. Ich glaube, der ist immun dagegen, oder? 50 Mana. Ist ein bisschen teuer. Machen wir lieber das. Okay. Ja, der trifft leider jetzt immer in wir zufälligen. Was ein bisschen ungünstig ist, aber was soll's. Das Ziel ist primär einfach, ihn mal wegzukriegen, so gut es geht. Was haben wir noch? Ja, Crescendo. Auf alle. So, dann der Zombie. Es wird wahrscheinlich nicht reichen. Ja. Habe ich mir schon fast gedacht. Und verfehlt. Perfekt. Hatte eine gute Chance zu verfehlen. Das heißt, okay. Ja, der Geist ist jetzt natürlich da ein bisschen exponiert. Aber er hat guterweise den Golem weggemacht. Das ist doch schon mal super. So, als nächstes. Der ist nicht so wirklich eine Gefahr. Kerkermeister. Ich würde fast sagen, na, der hier hat viel magischen Widerstand. Dann machen wir den Gräber weg. Komm. Wenn er schon, er ist schon fast so gut wie tot. Ja, geh auf den, solange du einen Nahkampfangriff machst. Was haben wir noch? Können Verstand wiederherstellen. Nee, machen wir Crescendo. Schön die Buffen hier. Da machen die auch nicht mehr so viel Schaden. Mach das mal auf den. Okay, das ist nicht schlimm. Das ist auch nicht schlimm. So, der Geist. Spielt das eine Rolle? Ja, ich mach. Verschieben wir den mal wieder zurück. Und töten den hoffentlich. Ja, reicht. So, dann sind es noch zwei. Ist nicht so ein schwieriger Kampf, wie ich das gedacht habe. Crescendo. Gib ihnen. Dann magisch auf den. Wobei wir hätten auch den physischen auf den hinteren machen können. Das wäre durchaus auch eine Option gewesen. Oh, das hat den Zombie ganz nach hinten verschlagen. Jetzt müssen wir mal gucken. Und da ist eine...
Ich glaube, wenn ich das jetzt umändere, dann kriegt er hier Schaden. Deswegen lassen wir das jetzt einfach erstmal so. Du gehst auf den da. Du könntest das hier machen. Oh, das habe ich vergessen, dass sie ganz nach hinten geht. Aber wir haben ein bisschen Mana wiederhergestellt. Der ist down. Der Zombie. Ich denke, wir bringen. Ne, ich will. Machen wir das nicht so. Machen wir Bombardement in der nächsten Runde. Das passt schon. Absorption widerstanden. Ja, die Falle ist ein bisschen ätzend, aber ansonsten geht das eigentlich. Ah, 25 ist nicht schlecht. Ist ganz und gar nicht schlecht. Kommt ein bisschen häufig zum Zug, der Junge. Aber gut, das haben wir eigentlich gut überstanden. Bin zufrieden, wie das gelaufen ist. Omikron-Eintrag und Mana-Kristall. Der erste Zauber, der im Gefecht geweckt wird, kostet 0 Mana. Kann nur einmal verwendet werden. Naja. Ich weiß nicht, diese Einmal-Gegenstände, wir werden das beim Bossfight dann wahrscheinlich verwenden. Aber ansonsten sehe ich da nicht wirklich viel Bedarf danach. Er muss geheilt werden. Heilen wir den Zombie. Heilen wir den die Todesfee. So, du kommst da rein. Die ist eigentlich noch gut unterwegs. Passt soweit. Gut, meine Lieben, ich würde sagen, das war es jetzt mal mit dieser Episode. Ich denke mal, in der nächsten Episode schaffen wir es bis zum Boss. Und dann, ich bin gespannt, ob das jetzt schwieriger wird auf dem Schwierigkeitsgrad. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Und wenn euch das Projekt gefällt, gebt mir noch einen Daumen nach oben oder hinterlasst einen Kommentar. Und vielleicht wollt ihr auch subscriben, das würde mich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal, habt eine gute Zeit, euer Northgate.